Wir sind heute in den Q7 Studios in Inning am Holz. Mein heutiger Interviewpartner ist Christian Schneidner, einer der SET-Praxisdozenten, der uns ein paar Tipps zur Recording-Situation im Studio gibt. Wenn du eine Aufnahmesession hast, wie bereitest du dich darauf vor? Ich hole vor der Aufnahmesession mal so viele Informationen über das aufzunehmende Material bzw. über den aufzunehmenden Künstler ein wie möglich. Also sprich, ich besorge mir Stagepläne, ich besorge mir Informationen über das Instrumentarium, das auf mich zukommt, über die Besetzung. Wenn es ein Künstler ist, der schon Homepage etc. hat, dann schaue ich mir die mal kurz an. Ich besorge mir MP3s oder irgendwelche Aufnahmen von dem Künstler von früheren Produktionen, einfach um mir ein Bild zu machen, was da an Musik auf mich zukommt. Dann nehme ich, wenn es irgendwie geht, auch persönlichen Kontakt zu den Musikern auf. Ich bespreche die Aufnahme, lass mir von denen erzählen, wie die normalerweise zusammenspielen, wenn es eine größere Besetzung ist. Und frag dann auch nach, wenn die zum Beispiel einen Schlagzeuger haben, wie viele Toms spielt er? Hat er zwei Hängetoms und einen Standtom? Oder hat er ein Hängetom und zwei Standtoms? Ist er Linkshänder? Ist er Rechtshänder? Ist er es gewohnt, in Studioumgebung eventuell mit Metronom zu spielen? Ist er es gewohnt, mit Kopfhörer zu spielen? Oder ist er ein Musiker, der noch nie in einem Studio war und diese Situation noch nie kennengelernt hat? Und dementsprechend bereite ich dann auch das Studio vor. Das heißt, wenn ich weiß, was aufzunehmen ist, dann habe ich die entsprechende Anzahl an Mikrofonen und auch den entsprechenden Typ von Mikrofonen bereitliegen. Habe die Mikrofone, wenn es irgendwie möglich ist, auch schon verkabelt und line-gecheckt. Das heißt, ich weiß, wenn da drüben im Aufnahmeraum einer was zum Besten gibt, dann kann ich das sofort auch in mein Pro Tools System aufnehmen. Ich habe auch schon meine Kopfhörer getestet und habe auch eventuell, wenn Material vor der Aufnahme angeliefert wird, sprich eine Vorproduktion, die Künstler zu Hause gemacht haben, die Files schon in eine Pro Tools Session importiert, die Session vorbereitet und einen brauchbaren Rough Mix angelegt, von dem aus man weiterarbeiten kann. Also sprich, ich bin so früh wie möglich am Tag der Aufnahme im Studio und möchte eigentlich, wenn der Musiker das Studio betritt, dass man gleich anfangen kann aufzunehmen. Der stellt sein Instrument hin, ich platziere mein Mikrofon und los geht's. Lieber noch einen Kaffee trinken vorher, als in Anwesenheit des Musikers Sessions anlegen, Spuren beschriften, Mikrofone aus diversen Rumpelkammern zusammensuchen. Sowas sollte man sich sparen, es sollte vorher alles schon geschehen sein. Mhm. Und wenn es dann zur Aufnahme kommt, wie nimmst du auf? Nimmst du alle gleichzeitig auf oder nacheinander? Welches Verfahren hat sich bewährt? Für welche Bands oder für welchen Musikstil benutzt du welches Verfahren? Es ist ganz unterschiedlich. Ich habe mich natürlich vorher informiert, habe mit den Leuten gesprochen, wie sie normalerweise zusammenspielen und dementsprechend überlege ich mir dann, wird es eine Overdub-Aufnahme, sprich spielen die Leute hintereinander ein oder wird es eine Live-Aufnahme? Ich hatte zum Beispiel kürzlich die Situation einer Harfenistin, die mit einem Tenor, einem Sänger, klassisches Schubert-Lied eingespielt hat. Jetzt bei so einer Klassikaufnahme ist es im Normalfall so, dass die Künstler interagieren. Das heißt, die schauen sich an und Stellen, die im Tempo frei sind, die werden dann auch einfach auf sich anschauen eingespielt. Und beziehungsweise die Harfenistin gibt Acht auf die Atmung des Tenors und von daher können Pausenlängen zwischen einzelnen Teilen variieren. Und es würde so nicht funktionieren, wenn man die hintereinander einspielen lassen würde. Das heißt, wenn ich so ein Ensemble aufzunehmen habe, dann gehe ich mal prinzipiell von einer Live-Aufnahme aus. Nachteil bei der Live-Aufnahme ist natürlich, dass ich Übersprechen habe. Das heißt, ich habe in den Mikrofonen, die ich an der Harfe platziert habe, den Tenor, dessen Stimme. Und ich habe in seinem Gesangsmikrofon die Harfe als Übersprechen mit auf Band, auf Disc besser gesagt. Und es muss mir klar sein, dass wenn ich nachträglich einsteigen will in die Aufnahme, Drop-in, Drop-out-Verfahren,
dass das nur schwer möglich sein wird, wenn die beiden nicht akustisch völlig getrennt, sprich in einer Gesangskabine oder in zwei unterschiedlichen Räumen stehend aufnehmen. Das ist natürlich ein Nachteil bei einer Live-Aufnahme. Wenn es jetzt zum Beispiel sich nicht um Klassik handelt, sondern wenn es um modernere Musikstile geht, wie Hip-Hop, elektronische Stilrichtungen, wo teilweise Beats und Drums programmiert werden in Pro Tools und nachher nur kurze Fragmente aufgenommen werden, vier Takte, die dann im Arrangement bewegt werden, geschnitten werden, geschoben werden, geloopt werden, dann macht man das meistens logischerweise in einem Overdub-Verfahren. Das heißt, die Musiker spielen nacheinander ihre Parts ein und das Arrangement entsteht oft auch erst während der Aufnahme. Also ich würde da jetzt nicht sagen, das eine Verfahren ist besser als das andere. Man muss das einfach mit dem, was aufzunehmen ist, in Einklang bringen. Und prinzipiell sage ich aber, die Energie einer Live-Aufnahme ist nicht zu unterschätzen. Und wenn man was live aufnehmen kann, dann sollte man es zumindest versucht haben. Mhm.